Ich muss euch was sagen, ich habe an meine Beine, beide habe ich ja Video gemacht, so komische rote Ringe und die sind nicht gut. Wir haben uns einen Ratschlag holen lassen, das ist eine Wundrose. Wenn ich Fieber kriegen sollte über 40, dann muss ich ins Krankenhaus. Man hat mich jetzt schon bestraft für nicht so widerlich, so die letzten Tage schon von den Mobberleuten, allen Leuten hier, so von uns abgesehen haben. Und jetzt auch noch das hier, die Krankheit, die ich habe. Das hat den scheiß Bienenstich oder Holzstich zu verdanken, entweder allergische Reaktion, aber es kann nicht sein, es ist jetzt eine Wundrose und ich brauche dringend einen Arzt, mir ist nicht gut. Ich habe das Video reingepostet als Beweis, wenn es mir keiner glauben sollte. Ich war ein guter Mensch auf der Welt und jetzt werde ich so bestraft. Ich habe keine Chance mehr, aber gar keine mehr. Ich hoffe, dass mein Freund das auch glaubt. Meine Beine. Dass er sich das Video anseht. Dass das Wundrose ist. Das ist fast so ähnlich wie Gürtelrose, aber es kriegt man an den Beinen. Gürtelrose kriegt man am Bauch. Deshalb, weil das ist das Gleiche. Es handelt sich ja allgemein um einen scheiß roten Reifenring, was das ist. Ich wünsche mir, dass ich wieder gesund werde und dass ich wieder Aufnahmen machen kann. Weil es macht mich so, habe ich meine Mutter nicht mehr nur noch fertig gemacht. Nur noch. Die wollen uns alle rausekeln, haben uns alle von uns abgesehen. Die sind alle aufgeschüttet worden gegen uns von irgendwelchen Nachbarleuten. Und jetzt habe ich auch noch die Scheißkrankheit, die ganz zu tun. Ich weiß noch nicht, ob man daran sterben kann, keine Ahnung. Und die Ärzte haben heute zu. Ich habe keinen Depp. Meine Mutter versucht mir zu helfen. Das versucht mich zu retten von meiner Krankheit. Aber irgendwie scheint es daneben so. Meine Mutter braucht Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und das, was ich heute Morgen meine Mutter gesagt habe, hätte ich nicht gewollt. Jetzt bin ich schon eh genug bestraft worden. Und nichts und wieder nichts. Ich brauche nur das. Ich habe Hilfe. Ihr Engel da oben, bitte helft mir. Bitte helft mir, Engel da oben. Lieber Gott, bitte helft mir. Jesus, bitte helft mir. Ich will diese Scheißringe weghaben, Papa. Guckt euch das mal an, ey, das ist nicht mehr wahr. Guckt euch das mal an, ey, das ist nicht mehr wahr. Da ist das Schlimmste dran. Und am rechten Bein fängt es auch noch an. Das wird auch schon, jetzt wird es noch mehr knallrot. Das wird immer schlimmer. Guck mal, wie schlimm das ist. Guck mal, wie schlimm das ist. Guck mal, wie schlimm das ist. Die heiße Sonne, jetzt könnt ihr das besser sehen. Das ist eine Wundrose. Wir kommen bald ins Krankenhaus, wird sich verschlimmern, wenn man Fieber dabei kriegt. Hier kann ich ja keine Aufnahme machen, wenn ich im Krankenhaus liege. Und ich mache so gerne die Aufnahme von der Natur. Wenn ich im Krankenhaus liege, kann ich gar nichts machen, keine Filme gucken mit meiner Mutter, kann ich so keine Aufnahme machen. Immer muss mich das treffen, alles und nicht andere Leute, andere Mama hier. Andere Mama hier. Jetzt verstehe ich, warum mein Körper sich so schwach anfühlt. Nicht nur wegen dem scheiß Bestbehornissen, wie ich stehe, was ich habe, sondern. Bitte, hilf mir, bitte, Himmel, bitte, hilf mir, gib mir Kraft. Bitte mach die Krankheit weg. Bitte, ich will nicht ins Krankenhaus. Ich will nicht ohne meine Mutter. Ich habe keinen, der mich helfen tut. Bitte helf mir, lieber Gott. Jesus, bitte helf mir, lieber Engel. Hey, hör auf zu schimpfen. Die Wolkeninformation auf. Ich will doch nur die Wolkeninformation aufnehmen.
Hör auf, den Namen zu sagen. Lass es sein, Mama. Bitte, lass es auch nicht sein. Ich will nur die Worte. Hey, ich komm. Ich höre auf, ich habe gesagt, ich will doch nur eben kurz die Wolkeninformation aufnehmen, während die da oben ist. Mehr wollte ich doch nicht. Warte mal eben, guck mal eben. Und ich meine, vor Schmerzen, weil Schmerzen. Ja, siehst du, das muss ich jetzt kühlen. Mama, ich. Ich will aber nicht ins Krankenhaus. Ich will das heute Abend noch aufnehmen, 19.40 Uhr, die Folge. Den Kampf, Mama. Ja, der Abo. Ja, dann finde ich Krimsel. Ich will das heute Abend aufnehmen, mein Handy. Ich will das heute Abend noch aufnehmen, 1940. Ich will mit dir auch wieder Filme gucken. Ich will nicht ins Krankenhaus. Ich will doch mal hier eine Aufnahme machen draußen. Wetteraufnahme machen, Folgenformation, ich wette. Wieso, das hat man davon. Das hat man davon. Das ist jetzt der Nachteil, die Bestrafung bei mir. Ich weiß ja nicht, wer mich bestraft hat. Bestimmt dieser Krimselopf von Jada Abo. Ergebnis sollst du dir ja nicht echt geben. Aber irgendwelche, haben die ganzen Leute hier gesagt, die ganzen, auch die hier weit weg wohnen, ganz weit weg wohnen, haben sie alle hier gesagt, in der Siedlung, mit Nordmeschede und ganz weit weg wohnen. Das ist der Krimselopf, Jada Abo. Ja, aber Krimselopf in echt gibt Black Tiger und seine Kinder auch und der William auch, der Cousin. Und dafür sind ja auch, dass sie alle in echt gibt von Jada Abo. Ich glaube sowieso nicht dran. Das ist ja, was ich nur will, ist wieder gesund zu werden. Meine Mutter weiß jetzt auch keinen Rat mehr. Oh Gott, jetzt kann ich noch nicht mehr zum Apfelbau dahin gehen. Da ist so in Richtung Wald da oben, auf so Bauplatz ist, wo die Schuttersteinhaufen sind. Da ist so ein schöner Wildapfelbaum, richtig schön. Richtig, sehr schön weiße Blüten. Ich wollte die Blüten näher aufgenommen, fotografiert habe. Ich habe es vergessen, weil ich mich beeilte, wäre der Sonnenuntergang. Gott, ja. Das kann ich jetzt alles vergessen. Ich habe nur noch Pech im Moment, aber richtig großes. Es war, meine CD ist nicht gekommen, die kommt ja nächste Woche, glaube ich, Lieferschwierigkeit, wegen Feiertag. Es waren noch keine Züge, vielleicht sind die DHL-Express-Züge ausgefallen oder Lieferengpässe wieder mal. Meine Mutter sagt was von Lieferengpässe. Jetzt soll ich reinkommen, weil ich wollte die Wolkeninformation, der schönen Film aufnehmen möchte, echt, ey. Ist scheißegal, ich nehme. Nein, ich darf nur kein Fieber dabei haben, dann muss ich ins Krankenhaus, Papa sagt. Und ich will nicht ins Krankenhaus, dahin, bitte. Ich habe ein Flugzeug, ich muss gucken, wo das hinfliegt. Ich sehe es kaum. Okay. Halt dich gut fest, Alexandra. Da hinten kommt ein schönes Flugzeug für dich. Der will dir auch nur helfen. Flugzeug, kannst du mir helfen, da oben, bitte. Kann das Flugzeug mir helfen? Wenn nicht. Och, du bist doch dieser Segelflugzeug mit Motor, der schöne. Wow. Wo kommst du denn her? Echt toll. Wow.
Jetzt bleibt hier oben stehen, oder was? Jetzt sehe ich das gar nicht mehr. Da oben, da oben, da oben, da. Jetzt bleibt hier oben stehen. Es macht Kunststücke hier oben. Wenigstens gibt der Kunstflieger noch einen Kunstflug hier ab. Toll. Wo es gerade mir schlecht geht, echt. Aber es liegt in Richtung rechts, kann ich vergessen. Einfach nur schönes Wetter heute oder doch. Ach da. Ich wünsche mir, dass ich Freunde habe, die mir helfen, aber leider habe ich keine. Muss mir alleine behelfen. Ich bin bei der Wundhose, ist eine Bestrafung. Das ist für meine Mutter leider eine große Schaffung. Das ist für meine Mutter leider eine große Schaffung. Eine zu anstrengende Schaffung, leider. Wundhose ist so ähnlich wie Gürtelrose. Das ist bei meiner Familie, Artgenossen, gegangen wie immer in der Hose. Da landet man sofort immer ins Krankenhaus und dann sieht man sich selber so gut wie nicht bei hier im Haus. Wir haben keine Möglichkeit, was wir machen können. Es will mir keiner mein Hobby mehr gönnen. Die Ärzte haben heute leider zu. Und mir geht's leider nicht gut. Leider wie immer ein No. Pech habe ich ja leider wie immer. Glück habe ich ja leider wie nie und nimmer. Lieber Gott, lieber Jesus, lieber Engel, bitte helf mir. Da bin ich auch zu euch nett, alle ihr. Zu all ihr. Und der Zug ist leider abgefahren. Wir können leider nicht ins Krankenhaus fahren. Wir müssen Fieber messen und dann brauchst du sehr viel Bettruhe dabei. Aber ich will das heute Abend aufnehmen, bitte. 20 vor 8, 1940, ja, der Abo Infinity, die letzte Folge, den Kampf da mit Crimson Lord, bitte. Ja, kannst du von der Couch machen dann. Nee, ich muss dich vor den Fernseher hinsetzen. Ja. Das geht nicht anders. Wir müssen das jetzt behandeln. Das muss sofort vom Arzt behandelt werden. Das kann schwer Komplikationen kommen. Ich kriege schon die Angst in meinem Blut. Ich habe nie und nimmer keine Mut. Wo ist das so? Ich habe leider schlechte Tage. Das kommt auch keiner von den Leuten in Frage. Meine Mutter hilft mir so gut, wie es geht. Aber die Bestrafung, die bei mir jetzt immer noch besteht. 1, 2, 3. Ich komme gleich im Krankenhaus herbei. 4, 5, 6. Das heißt 6, ja?
456, darüber macht man keine Gags. 789. Der fällt mir leider kein Reib ein. 7, 8, 9. Da fällt mir nichts ein. Nee. Komm, vergiss es. Kannst vergessen. 7, 8, 7, 8, 9, 10. Bald kann ich nicht mehr hier draußen sehen. Sehen. 10, ne, das ist einfach. Hast du das Säbelflugzeug gesehen, Mama? Ja. Von Schlasserfenster aus? Der ist nach rechts geflogen, Baba. Ja. Mama, guck mal bitte, ich höre ein Flugzeug. Kommst du bitte? Ich schaffe es doch wirklich. Noch 3 Minuten schaffe ich, dann schaffe ich es wirklich. Geil, bitte, Körper, schmack dich ab, bitte. Mama, ich weiß es, Mama, ich will doch nur, da hinten ist das Flugzeug. Guck mal, ich habe es gefunden. Was. Da hinten bei dem Federwolken ist es. Da hinten fliegt es. In schwarz wieder, mal in schwarz. Aber ich kann das auf dem Handy nicht gut erkennen. Das kann ich erkennen, siehst du? Wunderschönes Flugzeug. Was ist das? Küchenfenster? Ja. Schön, ne? Wieso hast du mir nichts gesagt, Baba? Weil ich hab telefoniert Ist draußen Hubschrauber? Nein.
Mama, Milan! Milan, überfallt! Da hinten, Milan! Guck mal, schließen, Milan, bitte! Guck mal, schnell! Da tanzt die Luft, guck mal, da tanzt die Mat- das Milan wirklich. Oh, ist der schön. Der ist schwarz, ne? Das darfst du nicht belasten. Du musst nur ruhig liegen. Ich stehe ganz ruhig. Ich bewege mich kein Zentimeter. Du sollst nur liegen, muss das. Es muss im Liegen gemacht werden. Du musst dann das ganz schwer ausatmen. Draußen ist Hubschrauber. Guck mal nach, bitte. Balkon. Oh, wow.